Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge Star Wars Squadrons. Viel Spaß mit der Folge, die Folgen sind jetzt immer kürzer. Okay. Da das Finale immer näher kommt, viel Spaß. Feindliche Fregatte zerstört. Der Weg zum Starhawk ist frei. Ja, da wird doch jetzt Verstärkung kommen, oder? Ihr werdet den Rumpf des Starhawks durchbrechen müssen. Oh ja, okay, ich werde es mal regenerieren. Da ist etwas auf dem Radar. Die Zahn bleibt wachsam. Weitere feindliche Großkampfschiffe sind im Anflug. Surprise! Fallt euch auf und greift an. Okay. Okay, wir haben hier einiges, was wir zerstören müssen. So, erstmal hier drauf. Wir haben hier eine Fregatte und zwei Korvetten. Das wird nicht leicht. Aber ich gebe alles. Wollen die hier unsere Overseer attackieren oder was ist deren Mission? Ne, einfach um uns rumfliegen. Schilde sind aber runter. Okay, die Korvetten kassieren richtig viel Schaden. Oh ja, ich kassiere gerade aber auch richtig. Okay, sehr schön, sehr schön. So, wir haben aber noch hier die Fregatte. Das wird ganz heikel. Oh. Okay, hauen wir erstmal die Korvette hier weg. Rakete rein, Schüsse rein. Und die ist weg. Sehr gut. Ah, ich will das Feuerwerk noch ein bisschen sehen. Sehr schön. So, da oben haben wir noch eine kleine Korvette. Die hauen wir jetzt noch weg. Und danach geht's auf die Fregatte. Na, die Mission gefällt mir. Es ist so von kleinen Wellen immer auf größere gehen. Und die Endwelle ist dann der Starhawk. Gefällt mir. Schilde müssen gleich down sein. Sehr gut. Ich kann leider gerade nicht ein Set anfordern. Jetzt ist verfügbar. Sehr gut. Okay, okay. Die Overseer haut ja auch voll drauf. Nachdem die Schilde down sind, sollte die Korvette eigentlich viel mehr Schaden kassieren. Aber naja, viel Leben hat sie jetzt auch nicht mehr. Ich aber auch nicht. So, ich hau auch nochmal drauf. Rakete nochmal rein. Und gleich ist sie down. Boah, die Rakete macht so viel Damage. Komm, eine brauche ich noch. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Dann regenerieren wir wieder. Und jetzt müssen wir einmal hier komplett drehen. Und unser gesamtes Feuer auf die Fregatte hauen. Ich bin sehr nah dran. Rakete haue ich aber noch rein. Und jetzt drehe ich mal. Ah, die Schilde sind down. Schilde sind down. So, Reparaturset aktiviert. Es läuft. Es läuft nicht schlecht. Weiter auf die Fregatte hauen. Oh, okay, okay, okay. Jetzt nehme ich mal ein bisschen Abstand. Wo ist eigentlich die Overseer? Irgendwo über mir, oder? Jetzt sollte ich sie sehen. Ja, da oben. Okay, wir hauen weiter auf die Fregatte. Okay, okay, die hält natürlich nicht gerade wenig aus. Aber das kriegen wir auch noch hin. Rakete wird reingehauen. Oh, ich bin unter 30, nicht gut. Ja, echt. Wahnsinn. Ja, ja, es wird gerade. Also wenn ich jetzt unter 20 falle, dann muss ich auf jeden Fall weg. Ich bin unter 20. Okay, Reparaturset ist am Start. Gerade noch rechtzeitig. Und dann bin ich wieder dabei. Dann hau ich hier weiterhin drauf. Zack, zack, zack. Rakete. Ja, ich muss ein bisschen in Bewegung bleiben, glaube ich. Da hinten ist der Starhawk. Das wird dann auch noch interessant. Kleine Drehung. Ja, Formation achte ich eh mal drauf, dass ich hier schön in Formation bin. So. Noch eine Rakete rein. Und jetzt hat mal ganz eben ganz schnell weg. So, Reparaturset ist wieder da. Sehr gut. Ja, 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 alles gut, alles gut. Wir haben es gleich geschafft. Alles drauf da. Hier, nochmal Doppeldreieck. Dass die alle da drauf geht. Worauf sollte die auch sonst gehen eigentlich?
Ah, da unten kann ich sehen, wie weit das Reparaturset ist. Okay, jetzt sehe ich die Leiste. Ah. Hä? Nachschub verfügbar? Okay, aber dann doch nicht. Rakete. Nachschubanfrage. Komm, jawoll, sehr gut. Und er fliegt nochmal richtig geil durch, ey. Nice. Tja, Linden, heute bin ich in Form. Kurz nochmal nachladen alles. Ey, ich bin bereit. Okay. Ich bin bereit. Hoffe ich. Der Starhawk hat überall Brandspuren von dem Baradium-Angriff. Warum fliegt er noch? Weil er aus imperialem Durastahl ist. Aber nicht aus Beskar. Kommt zurück. Sie sind zu spät, um ihr Kampfschiff zu retten. Ihr werdet den Rumpf des Starhawks durchbrechen müssen. Erreiche die Baradium-Rakete. Nieder mit dem Starhawk. So. Wir sind gleich in Reichweite, glaube ich. 2000 Meter noch. Wir sind in Reichweite. Der brennt überall. Vorsicht, die Geschütze sind aktiv. Oh, die Geschütze sind aktiv. Super. Mann. Aha. Den Kern Titan 3. Da. Perfekt. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Fliege zum Kern. Ey, die Geschütze, die ballern immer noch rein vom Starhawk. Muss ich da, warte, oder hier? Ach, ich muss hier durch. Oh, das habe ich ganz gut gemacht. Oh. Ach du Kacke, wird es hart. Ja. Mhm. Vergiss nicht, deinen Bremsweg mit einzuberechnen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Mhm. Da kann ich nicht durch. Oh fuck. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich sehe nichts mehr. Oh Gott. Falsche Richtung. Nein. Oh nein. Oh Mann, es lief nicht schlecht gerade, Mann. Jetzt habe ich echt noch einen Tod. Schade. Sternenjäger hat den Rumpf des Starhawks durchbrochen. Sie sind drin. Verstanden, Amboss-Anführer. Theresa, was hast du vor? Ich beende das, was bei Nadiri begann. Okay, 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 okay. Jetzt fliegen wir hier ganz ordentlich durch. Ich würde nochmal den Schub aktivieren. Ja, 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 ich mach langsamer. Okay, ah. Mhm, mhm. Ich bin drin. Ich bin zu schnell. Oh Gott. Okay, okay. Ah, nicht zu nah. Ich habe Angst. Aber ich habe es geschafft. Was passiert? Ich merke schon. Oh, da geht's gar nicht mehr. Bin am Eingang. Mach mir auf. Geht die Tür auf? Mach auf! Mach auf! Sei vorsichtig, die
Mach auf. Fluktuationen könnten dich vom Kurs abbringen. Ja, mach bitte auf. Ich hab. Titan 3, festhalten. Okay. Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, erneut. Oh Mann. Oh Gott. Kann ich nicht so mein Leben einfach opfern? Das wäre auch ein tolles Ende. Oh mein Gott, ich krieg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Der Wind! Das himmlische Kind! Ja, 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 ich komm nicht ran! Jetzt! Oh. Ja, der Kern ist. Moment! Wenn ich das richtig sehe, sendet der Kern eine Gravitationswelle aus! Oh Mann! Titan 3, die Welle wird sich aus dem Kern katapultieren wie einen Blasterschuss. Richte dich auf den Eingang aus, du kannst dich von der Schockwelle katapultieren lassen. Das könnte knifflig werden. Entspann dich, bleib wachsam und halte dich von den Wänden. Jetzt ist halt die Frage, muss ich ausweichen oder einfach durchfliegen? Eingehende Gravitationswelle. Vorsichtig, die Schwerkraft. Ich glaube, ich schieße einfach und fliege noch geradeaus. Ich weiß es nicht. Titan 3, festhalten. Ich bin bereit. Go! Okay, 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 okay. Jetzt muss ich das wieder. Ah. Ja, ja. Mal jetzt erstmal die hier weg. Oh, nein, 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 nein. Eins, oder? Eins, zwei. Wo ist hier überhaupt noch eins? Nee, ist der Ausgang da. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Wenn ich das richtig sehe, sendet der Kern eine Gravitationswelle aus. Ja. Titan 3. Die Welle wird sich aus dem Kern katapultieren wie einen Blasterschuss. Hm. Richte dich auf den Eingang aus. Du kannst dich von der Schockwelle katapultieren lassen. Oh Mann. Das könnte knifflig werden. Dritter Try. Bleib wachsam. Ich entspanne mich. Ich entspanne mich. Ich werde nicht schießen jetzt einfach. Ich werde einfach fliegen. Die Schwerkraftfluktuationen könnten dich vom Kurs abbringen. Titan 3, festhalten. Und los. Okay, 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 ja. Ja, ja, ja. Aha. Boah. Titan 3 ist in Sicherheit. Du hast es geschafft. Wahnsinn. Der Kern des Starhawks ist nun eine tickende Zeitbombe. Wir werden nicht verhindern können, dass er überlastet. Sternzerstörer wurde zerstört. Viele unserer Leute wurden gerettet. Und wir fangen gerade erst an. Sie haben unseren Sternzerstörer zerstört. Bringen wir es zu Ende. Und jetzt kommt der Wechsel, oder? Es geht weiter. Erledige Linden, Javes! Oh Gott! Wie geht's hier jetzt schon los? Linden. Ich weiß nicht, ob ich das will. Aber offensichtlich muss ich. Er fliegt in mich rein. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, okay, ich hab was gemacht. Aber hey, du bist der Verräter, okay? Na, ich schieß weiter, ey. Na, komm, komm, komm. Er hat noch 91 Leben, das ist so krass. Das wird ein ewiges Battle, glaube ich. Einfach mal ein bisschen hier treffen, komm. Ja, so. Komm, die Rakete muss ich mal setzen. Er weicht aus auch noch. Er weicht die Raketen halt aus. Weicht er wieder aus? Oh ja, das ist ein Treffer. Naja, warte ab. Okay. Hat er 100 Leben? Charissa, ich habe dich unterschätzt. Sowohl dein Talent als auch deine Bereitschaft, dich von einem Imperium ausnutzen zu lassen, das dich irgendwann zerstören wird. Du
mich nie wirklich gekannt. Also jetzt hat er wieder 91 Leben, aber er regeneriert wahrscheinlich eh wieder auf 100, oder? Ah, okay. Seine Schildringnation ist jetzt deaktiviert. Okay. Keine Reparatur, keine Schild. Genau wie mein erster Teil. Mal sehen, wie gut du wirklich bist. Bring es zu Ende, Titan 3. Sofort. Ich weiß gar nicht, warum ich hier der Auserwählte bin. Können, wenn du bei Foster Hayden einfach gegangen wärst, Teresa. Das ist also dein Vermächtnis, Linden. Ein brennendes Wrack über einer zerstörten Welt. Okay, er macht auch eine Offensive. Au, er fliegt halt immer in mich rein, glaube ich. Aber jetzt muss ich mal wieder ein bisschen was treffen. Ja, da waren ein paar Hits. Noch ein paar, okay. 51 hat er nur noch. Also, wie es aussieht, habe ich keine Raketen mehr. Ja? Ja, ja. Da sitzen die Schüsse. Sehr gut, sehr gut. Er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel. Was mein Adiri versagt, der Starhawk ist erledigt. Was das wäre, Linden? Es tut mir leid, Linden. Es tut mir leid. Linden. Ist das das Ende von Linden Javes? Dank Admiral Sloans unfehlbarer Unterstützung liegt Projekt Starhawk in Trümmern. Die Vanguard-Staffel wird ausgelöscht. Die Ideale des Imperiums haben obsiegt. Loyalität, ist das das Ende? Pflichtgefühl, Disziplin. Und dank unseres neuen Champions werden wir nun noch größere Höhen erklimmen. Titan 3 wurde befördert. Mit allen Ehren. Gut gemacht. Dich erwartet eine glänzende Zukunft beim Imperium. Stolz verkünde ich, dass der Tod von Linden Javes eine Nachricht an alle sendet, die uns verraten wollen. Ganz gleich, wo jemand gegen das Imperium aufbegehrt, die Titan-Staffel wartet. Koste es, was es wolle. Dieser Krieg ist unsere Feuerprobe. Wir werden siegreich aus ihr hervorgehen. Und diese neue Republik in die Knie zwingen. Was eine Mission. Linden Javes ist fort. Aber haben wir ihn wirklich besiegt? Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir ihn wirklich besiegt haben. Und den Starhawk sehr wahrscheinlich auch. Und wir drücken jetzt mal auf Fortsetzen und gucken, was jetzt passiert.